Mein Bild von den Göttern in Weiß hat sich ein wenig geändert, seit ich die Studie durchgelesen habe, die heute die Grundlage oder eine Grundlage auch für die Veranstaltung liefert. Ich habe immer gehört von großartigen Sparpotenzialen, die es im Gesundheitswesen geben würde, von Doppelgleisigkeiten, Mehrgleisigkeiten, von Privilegien und Ähnlichem. Die jungen Leute reißen sich darum, Arzt zu werden, weil sie glauben, dass es so toll ist. Aber diese vor mittlerweile 13 Monaten präsentierte Studie und das Ergebnis der unabhängigen sozialökonomischen Forschungsstelle SFS über die Arbeitsbedingungen in Niederösterreich, die zeichnen da ein anderes Bild. In aller Kürze, es geht um Überlastungen, es geht um Vorstufen von Burnout, über lange Arbeitszeiten, körperliche Belastungen, drohende Versorgungsengpässe und über das und vieles mehr wird heute zu diskutieren sein. Ich werde mich vielleicht als Patient, als Potenzieller auch einbringen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich bei all dem, was ich da höre, ein flaues Gefühl bekomme. Die Ergebnisse: hoher Arbeitsdruck, Personalmangel und die sich daraus ergebenden Belastungen, relativ hohe Burnout-Bedrohung, teilweise erschreckende Burnout-Betroffenheit, zusätzlich körperliche Belastungen und Belastungen, die aus dem Leidensdruck der Patientinnen und der Angehörigen entstehen. Die Attraktivität der Gesundheitsberufe nimmt ab. Zwei Kennzahlen dazu. Das eine ist das relativ hohe Durchschnittsalter. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, werden in Niederösterreich in den nächsten 10 Jahren etwa die Hälfte der in Spitälern angestellten Ärzte und Ärztinnen ihre Pension antreten. Bei den Gesundheitsberufen, sowohl in den Spitälern als auch extramural, gibt es mehr Bedarf als Nachfrage nach diesem Beruf. Österreichweit war zum Beispiel im Arbeitsmarktservice im Februar 7.000 offene Stellen in den Gesundheitsberufen gemeldet. Da ist der 13. Mai kein Unglückstag, würde ich sagen, sondern im Gegenteil. Wir kämpfen für Sicherheit und Arbeitszufriedenheit, ist unser Ziel. Die gegebenen Gesundheitsgefährdungen des Personals und die drohende Verschlechterung der Versorgung für die Bevölkerung erzwingen geradezu den Schulterschluss der zwei wichtigsten Interessensgemeinschaften der Berufe Gesundheitswesen, nämlich die Ärztekammer und die Arbeiterkammer. Vor etwa 1,5 Jahren hat etwas begonnen, was aus meiner Sicht historisch in Österreich gewesen ist, nämlich zwei Kammern haben begonnen, über ihren Tellerrand hinauszuschauen und Gemeinsamkeiten zu entdecken. Und diese Gemeinsamkeiten haben auch dazu geführt, dass es seit dieser Zeit auf Sachebene eine gute Zusammenarbeit gibt. Auf das bin ich besonders stolz und ich danke allen, die daran beteiligt waren. Und das sind viele Einzelpersonen, es waren viele persönliche Gespräche notwendig, um diese Grenzen abzubauen, um hier Gemeinsamkeiten zu entdecken und diese auch zu leben und nicht nur darüber zu reden, was wir tun könnten, sondern auch tatsächlich Handlungen zu setzen. So, da haben wir, glaube ich, reichlich Stoff zum Diskutieren und ich darf jetzt die Teilnehmer für die Podiumsdiskussion auf die Bühne bitten. Da bitten wir einmal auf die Bühne die Vizepräsidentin der Niederösterreichischen Ärztekammer, Frau Brigitte Adler, dann Dr. Ronald Gallop, den Vizepräsidenten der Ärztekammer für Niederösterreich, Kammerrat Peter Maschert, den Vorsitzenden des Zentralbetriebsrates der Niederösterreichischen Landeskrankenhäuser und Landespflegeheime, Kammerrätin Andrea Metzerer, Betriebsratsvorsitzende der Volkshilfe Niederösterreich Mobile Pflege. Dann bleibt ein Sessel frei. Angekündigt war Pflegeperson, steht im Programm. Sie ist hier bei uns. Was es damit auf sich hat, wird im Zuge der Diskussion besprochen werden. Und dann bitten wir noch auf die Bühne Dr. Martina Hasenhündel-Geiswinkler, Ärztin für Allgemeinmedizin und Mitglied der Kurie der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Niederösterreich. Beginnen wir vielleicht gleich bei Ihnen, Frau Vizepräsidentin. Diese Studie gibt es ja jetzt schon länger, glaube ich. Was hat die bewirkt?
Die Studie hat bewirkt, dass einmal Bewusstsein geschaffen wurde, dass nicht nur das subjektive Empfinden der Beschäftigten, ich bin Betriebsrätin und Krankenpflegeperson und jeder, der da im Publikum heute sitzt und an der Basis arbeitet, kennt es, dieses sogenannte, oft von den Vorgesetzten als Gejammer abgetane. Wir haben Fächer, die mittlerweile ernsthaften Ärztemangel haben. Ich nehme mal jetzt die Psychiatrie heraus, ich nehme die Kinderheilkunde heraus, die Pathologie, Pathologen, die im Hintergrund arbeiten, die kaum Patientenkontakt haben, die mit vielen Faktoren, die der Professor Schmidt erwähnt hat, gar keinen Kontakt haben, sind in der gleichen Situation, weil sie einen irrsinnigen Arbeitsdruck haben. Sie sollen in kurzer Zeit zu viel machen. Und dann sind wir bei der Schlamperei, die Sie erwähnt haben. Ich habe mich gewundert, dass Ärzte offenbar, ich weiß nicht, anonym oder nicht anonym sagen, ich kann nicht mehr. Das ist ja ein Satz, wo man als Arzt sich, glaube ich, sehr lang überlegt, sowas auszusprechen. Das ist korrekt, an die Öffentlichkeit zu gehen, sprich im eigenen Haus sich offen zu legen oder gar noch weiter, das kommt sehr selten vor. Das ist ein dreifach gestaffeltes Problem. Erstens die Hochschulen, die netto keinen Output für uns in den Krankenhäusern liefern, weil die Kollegen, wie gesagt, zum Teil abwandern. Das hat damit zu tun, dass die Arbeitsbedingungen so unattraktiv sind, dass sich die Kolleginnen und Kollegen andere Dinge suchen und da gibt es noch immer Möglichkeiten zu verschwinden. Und dann darf man nicht übersehen, und das kommt jetzt in einer großen Welle auf uns zu, wir stehen am Beginn davon, dass die Pensionierungen aufgrund der Altersstruktur der Ärztinnen und Ärzte immer mehr werden. Und zwei Zahlen dazu. Aktuell liegen wir bei etwa 50 bis 60 Pensionierungen unter den Ärztinnen und Ärzten in Niederösterreich. Der Gipfel wird bei 300 liegen und es dauert ungefähr 10, 12 Jahre in der Größenordnung, bis wir den Gipfel erreicht haben. Aber der Gipfel ist ja nicht von 0 auf 100, sondern das ist ein ganzer Berg, der dort hineinwandert. Ich darf vielleicht markig und ganz prägnant enden. Die Titanic war das beste Schiff seiner Zeiten, bis es auf den Eisberg geknallt ist. Geht es ums Geld letztendlich, wenn ich ein bisschen ketzerisch fragen darf? Es geht immer ums Geld. Sobald wir beginnen, über Inhalte zu diskutieren, nach 3, spätestens 5 Minuten, sind wir beim Geld und hören wir, was alles nicht geht. Leistung soll sich lohnen, ist zurzeit ein sehr aktueller Slogan, bin auch dafür. Wir Beschäftigten in den Gesundheits- und Sozialbereichen erbringen wertvolle Leistung für die Gesellschaft, oft auch lebenswichtige Leistung, und die soll entsprechend entlohnt werden. Aber wir lassen uns nicht die Gesundheit abkaufen. Also wenn jetzt jemand sagen würde, sie kriegen die doppelte Nachtdienstzulage, vielleicht die jungen Kolleginnen, die noch am Beginn sind und sehr kräftig sind, würden eine Freude haben, aber man kann sich nicht die Gesundheit abkaufen lassen. Ich erwarte mir, dass alle Verantwortlichen in der Politik und auch die Verantwortlichen bei den Rechtsträgerschaften sich mit uns auf Augenhöhe zusammensetzen und nicht länger auseinandersetzen, sondern zusammensetzen. Und wir sind gern bereit, das hat der Präsident Haneda im Eingangsstatement gesagt, uns konstruktiv einzubringen über Berufsgruppen, Fraktionsgrenzen, was auch immer hinweg, weil es für die Gesellschaft so wichtig ist, nicht nur für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wenn wir heute sprechen von Arbeitsbelastungen von 62-, 63-jährigen Diplomschwestern, Diplompflegern im Turnusdienst, dann reden wir ein bisschen von einem Studiummodell, weil wir sie im Dienst nicht haben, weil wir hier nicht auf breite Erfahrungen zurückgreifen können, wie denn das ausschaut auf Auswirkungen, Krankenstand, welche berufsbedingten Krankheiten sie haben und so weiter. Danke einmal für dieses erste Statement. Ich darf jetzt gleich weitergehen zu Frau Kammerrätin Metzerer. Ein Stichwort in den Vorgesprächen war immer, dass es in Ihrem Bereich Probleme gibt oder Sorgen, dass es zu so einer Art schlagwortartig Stechuhrpflege kommt. Ist das eine Vision oder eine Befürchtung oder ist das eine Realität? Ja, das ist leider keine Vision mehr, das ist Realität bereits geworden. Diese Stechuhrpflege stellt sich so dar, dass wir einen Stundentakt, nämlich diesen Halbstundentakt vorgegeben bekommen, wo dann in dieser halben Stunde
alle Tätigkeiten verrichtet werden müssen und natürlich dann auch noch diese Fahrzeiten, die ja die mobile Pflege auch auszeichnen. Ja, wir sind ja in einem Segment tätig, wo wir die Stop-and-Go-Arbeit verrichten, das heißt in das Auto hinein, zum Kunden hin, beim Kunden arbeiten, schnell beim Kunden fertig werden, Effizienz muss da sein, Kennzahlen aus dem Profitbereich erreichen den Non-Profit-Bereich, die Auslastung muss sich so darstellen, dass die Fahrzeiten hineinkommen in die Betreuungszeiten und dass die Kolleginnen dann mehr oder weniger sozusagen mit der Klingel jetzt, wenn sie nicht wirklich klingelt, so 2-3 Minuten bevor sie gehen müssen, dann das Bedürfnis haben, noch bleiben zu müssen, weil eben dieses Verhältnis zwischen Patientinnen und Kolleginnen in der mobilen Pflege ein ganz anderes ist als in der stationären, nämlich im Krankenhaus, im Pflegeheim vielleicht nicht so, aber im Krankenhaus, wo die Durchgangszeit eine sehr schnelle ist, was wir jetzt gehört haben. Frau Dr. Hasenhündl-Geiswinkler, wie schaut das aus? Ist es auch bei den niedergelassenen Ärzten so, dass der Druck, der wirtschaftliche, der zwischenmenschliche Druck größer wird? 54% der Befragten zeigten Zeichen von Burnout und von diesen 54% war ein Drittel in Phase 3. Phase 3 heißt, es ist die behandlungswürdige Phase. Hier muss therapeutisch vorgegangen werden. Und hier kann ich jetzt an Sie, Herr Dr. Resitar, jetzt nur die Frage stellen, wollen Sie als Patient von einer kranken Ärztin behandelt werden? Ich glaube nicht. Also die Situation ist in der Niederlassung ähnlich. Die Journaldienste, die Rufbereitschaften, die hohe Verantwortung und, wie Sie festgestellt haben, auch der unternehmerische Druck. Der Niedergelassene ist ein Unternehmer. Der wirtschaftliche Druck, die überbordende Bürokratie und die überbordende Administration führen zu einer ähnlichen Situation wie im Angestelltenbereich. Wir haben die Bundesländer gefragt, was braucht ihr? Und so ist es halt, dass wir bis 2020 um 13.000 Vollzeitäquivalente mehr brauchen an Pflegepersonal. Jetzt nicht differenziert zwischen diplomiert und Pflegehilfe und Altenfachbetreuung und so weiter. Und diesen Spagat gilt es irgendwie bis Dezember 2012 zu einem gemeinsamen Konzept zu bringen. Wir werden schauen, wir werden uns bemühen, wir werden alles daran setzen. Weil eines möchte ich auf alle Fälle erreichen, dass wir Ende nächsten Jahres nicht nur sagen können, wie die Finanzierung weitergeht, sondern auch sagen können, wie die Qualität weitergeht, wie der Anstieg der Quantität entsprechend auch berücksichtigt ist. Und wie wir vor allem auch sicherstellen können, in die Zukunft gerichtet, dass es nicht nur kopfmäßig genügend Personal gibt, sondern dass es auch Personal gibt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die ganz einfach auch davon leben können. Weil das ist natürlich auch ein Punkt, über den wir schlichtweg auch offen und ehrlich diskutieren müssen. Und dann gibt es noch ein Projekt, was nichts mit der Pflege, nichts mit dem ärztlichen Personal alleine zu tun hat, sondern in Wahrheit von einer anderen Seite her kommt. Wir müssen uns, auch ob wir wollen oder nicht, und ich pflege eine Politik des Hinschauens, nicht des Wegschauens, wir müssen uns natürlich mit den dramatischen Anstiegen der psychosomatischen Erkrankungen in unserer Arbeitswelt schlichtweg beschäftigen. Viel mehr beschäftigen, viel intensiver beschäftigen. Warum tun wir das? Ich habe eine Lokomotive, warum ich das tue, weil die psychosomatischen Erkrankungen sind der häufigste Grund, um in Invaliditätspension zu gehen. Sind von allen Invaliditätspensionsgründen, die wir haben 30.000 Invaliditätspensionisten pro Jahr, 30.000 Menschen gehen in I-Pension und männlich-weiblich alles zusammengerechnet und davon sind 11.000 Burnout, Psychosomatik, was auch immer, aber immer diese psychosomatische Schiene. Es gibt in der Frage, würdiges Altern zu ermöglichen, gibt es in der Bundesregierung keine Splitting. Da gibt es kein Thema. Wir haben das auch mit Pflegefonds bewiesen. Wir werden das jetzt auch, wir übernehmen ja auch den kompletten Landespflegegeldvollzug.
in den Bundesbereich herein. Das ist ja auch mit allen Bundesländern bereits beschlossen und wird ab 01.01.2012 passieren, dass das komplette Landespflegegeld, der Vollzug des Landespflegegeldes ebenfalls in die Bundeskompetenz hineinwandert. Und das ist primär eine Änderung für behinderte Menschen bzw. für ehemalige pragmatisierte Landesbeamte, Gemeindebedienstete, die davon betroffen sind. Es sind 70.000 in ganz Österreich. Und diesen Verwaltungsreformschritt machen wir auch. Und wir sind uns sehr einig, dass Pflege ein wesentliches Thema ist. Und ich hoffe, dass es auch gelingen wird, das, was wir bei der Pflege zusammengebracht haben, dass wir das auch im sogenannten Gesundheitssystem komplett, sprich im stationären Bereich vor allem, auch zusammenbringen. Ja, danke, Herr Bundesminister. Die Forderungen und Wünsche, Thesen, die hier im Lauf des Vormittags aufgestellt und vorgetragen worden sind, sind jetzt auch in einen Appell der beiden Interessensvertretungen eingeflossen, der Ihnen, Herr Bundesminister, übergeben werden soll. Ich glaube, ich sollte es kurz vorlesen, was da drinnen steht. Es ist die ernsthafte Sorge um die Gegenwart und die Zukunft unseres Gesundheits- und Sozialsystems und die Notwendigkeit, unsere Arbeitsplätze endlich so zu gestalten, dass wir wieder gemeinsam in der Lage sind, für unsere Patientinnen, ihre Angehörigen und unsere Arbeit in der hohen Qualität zu sorgen, die eines reichen Landes würdig ist. In Erwägung all dieser Gründe haben sich die Arbeiterkammer Niederösterreich und die Ärztekammer für Niederösterreich gemeinsam mit den Beschäftigten in den Gesundheits- und Sozialberufen dafür entschieden, aktiv an der Lösung dieser Probleme mitzuarbeiten. In einem gemeinsamen Appell fordern daher beide Interessensvertretungen erstens eine deutliche Aufstockung des Personals, um die Arbeit in der erforderlichen hohen Qualität vollbringen zu können. Eine Verringerung der extrem hohen Arbeitsverdichtung ist dafür nötig. Zweitens planbare, verlässliche Arbeitszeiten im Sinne einer Family-Work-Balance. Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss gewährleistet werden. Dazu zählen die Beendigung von überlangen Arbeitsdiensten zu häufiger Wochenendarbeit und kurzfristiger Inanspruchnahme. Drittens eine professionelle Personalentwicklung, die eine individuelle Karriereplanung ermöglicht. Eine Gehaltsarchitektur. Viertens, die auch ohne beträchtliche Sonderzahlungen zu einer leistungsgerechten Entlohnung führt. Und fünftens gesundheitsfördernde Arbeitsplätze, um die hohe emotionale Belastung zu verringern. Und ich bitte jetzt die beiden Präsidenten, Präsidenten der Arbeiterkammer und der Ärztekammer Niederösterreichs, zu mir auf die Bühne. Sie haben, glaube ich, den Appell schon mit und der wird jetzt hier von Ihnen beiden unterschrieben. Da wird gleich einiges ausgefüllt auch. Ich persönlich habe gemerkt, dass ich einen Augenarzt brauche nach dem Verlesen des Appells. Gott sei Dank habe ich keine urologischen Probleme, weil da dauert es noch länger. Herr Minister, bitte um die Übergabe des Appells. So, danke schön, Herr Minister, für die Entgegennahme des Appells.